Hallo YouTube und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal haben wir diese Druckpumpen abgeschaltet, um zu verhindern, dass Joker weiter das Titan in diese Abwasserkammer pumpt. Und jetzt wollen wir eigentlich zurück an die Oberfläche, aber als wir den Druckregelanschluss betreten haben, wurden Kraftfelder aktiviert. Und ich sagte beim letzten Mal, dass da gleich was sehr Unschönes passiert und das sehen wir auch jetzt. Du wirst jetzt nur auf den Fahrstuhl achten und dreimal dürft ihr raten, was da gleich herauskommt. Genau, ein Titan. Der an sich wäre nicht das Problem. Dafür ist hier genug Platz, man kann hier locker ausweichen, überhaupt kein Problem. Aber da kommen gleich noch welche von Jokers Leuten dazu. Und das wird das Ganze zu einem Problem machen. Ausweichen hier. Denn das sind jetzt zwar auch noch wenige, aber das werden immer mehr mit der Zeit, je nachdem, wie weit wir diesen Titan erledigen, desto mehr Gegner kommen hier auch raus von Jokers Leuten. Und das macht das Ganze auf dem engen Raum natürlich besonders schwierig. Eigentlich sogar schwieriger als den Endkampf. In meinem Probelauf vorher, also eigentlich war es gar kein Probelauf in dem eigentlichen Sinne, sondern ich habe diesen Kampf schon mal gespielt und fand Windows es dann lustig, meine externe Festplatte einfach mal so abzuklemmen. Dadurch konnte die Aufnahme nicht beendet werden. Da war ich hier in diesem Kampf wesentlich besser, als es jetzt der Fall ist. Da habe ich zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch gar keinen eingesteckt und es wird hier ganz schön eng werden. Aber selbstverständlich schaffe ich das, ist klar. So. Das ist auch eine schöne Sache, der solange man auf diesem Monster rumsitzt, bleibt die Kombo auf jeden Fall am Laufen. Da kann man sich eigentlich ganz gute Punkte bei reinholen. Ah, jetzt kommt er schon wieder an ihr. Und natürlich, wenn man von dem praktisch abgeworfen wird und in einer großen Gegnermenge sitzt, sofort Spezialattacken ausführt. Sehr gut. Ah, jetzt bin ich natürlich gerade mit Ausschalten beschäftigt. Das ist blöde, dass der ausgerechnet jetzt da seinen Schlag machen musste, denn der Gegner, wo wir gerade das Ausschalten angewendet haben, ist dann nur betäubt gewesen. Steht jetzt leider schon wieder. Den konnten wir zum Glück ausweichen. Dem leider nicht. Und schnell weg hier. So, jetzt mache ich nämlich gleich einen Fehler. Ich versuche, Pouch, mit aller Macht auf diesen Titan einzuprügeln und damit die Gegner zu ignorieren. Das ist natürlich immer schlecht. Also wenn ihr das Spiel spielt, gebe ich euch den guten Tipp, kümmert euch erst um die kleinen Leute. Und wenn die gerade ein bisschen Abstand haben, dann geht ihr rüber zum Titan und versucht den zu verprügeln. Dann steckt ihr auch nicht so viel ein. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr außer Reichweite des Titans bleibt, weil der euch ganz schön böse wehtun kann. Ja, der 12er-Kombo, 13er, 14, 15, 16, ui, das ist lustig. So, jetzt kommen nicht aus beiden Aufzügen noch mehr Leute raus und jetzt wird es natürlich richtig eng werden. Aber den können wir jetzt werfen, weil wir so eine Monster-Kombo haben. Einen kritischen Angriff. Nur jetzt habe ich zu lange gezögert, also ist die Kombo jetzt leider vergeben. Oh, jetzt kriegen wir auch noch mit dem Rohr hier. Jetzt kommt der wieder an. Schnell ausweichen. Bloß nicht in Reichweite sind. Ausgeschaltet. Oh, weg hier. Gut, Glück gehabt. So, jetzt könnte ich da hin und die alle ausschalten. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Saublöd, denn die stehen jetzt gleich alle wieder auf. Oh, weg hier. Was die ganze Sache kritischer macht, als sie eigentlich sein müsste. Bam, ha. So, jetzt kommt der Titan nochmal an. Ausgewichen. Weil ich den jetzt unbedingt ausschalten will, kriege ich natürlich wirklich jetzt auf die Mütze. Aber das macht nichts. Der ist erledigt. Und jetzt muss ich mich hier nur noch rauskämpfen. Am besten ohne noch einen Treffer einzustecken. Wie gesagt, beim ersten Lauf, als Windows dann einfach meine externe Festplatte abgekoppelt hat und deswegen die Aufnahme abgebrochen ist, klappte das wesentlich besser. Da habe ich nicht mal meine vollen Panzerteile davon gebraucht. An Lebensenergie, da habe ich nur ganz wenig einstecken müssen.
Und ich hatte dann noch Glück, dass ich noch keinen Kontrollpunkt passiert hatte, denn sonst hätte ich das ganze Spiel nochmal anfangen müssen, um euch diesen Kampf zu zeigen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. So, einer noch. So, das war der letzte. Jetzt gehen wir durch den zerstörten Fahrstuhl, den der Titan auseinandergerissen hat, nach oben. Aber erstmal regenerieren wir unsere Lebensenergie. Und ich glaube, ein Upgrade gibt's auch noch, genau. So, was nehmen wir jetzt? Genau, das nächste Panzer-Upgrade. Damit haben wir alle Panzer-Upgrades freigeschaltet. Mehr Lebensenergie können wir hier nicht kriegen. Und jetzt klettern wir durch den Aufzug nach oben. Da ist eine zerstörbare Wand. Ultra-Bad-Claw ran. Oh, und kaputt. Raufziehen. Und da ist, glaube ich, eine Krone von Arkham noch da oben. Ja, ich hatte recht. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Hof war ruiniert, aber ich schwor, so, das zu ändern. Als nächste Wand zerstören. Unterreißen. Na komm. Geht doch. Ja. Darauf geschwungen. Und dann seht ihr hier so einen Klotz, der hält den Fahrstuhl da oben, den springen wir gleich einfach weg. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da stand ich da drauf, als das runtergekracht ist, aber das machte irgendwie nichts. Aber eigentlich soll man da nicht draufstehen. Warum auch immer. So, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, weiter nach oben zu kommen. Nämlich durch diese zerstörbare Wand hier. Ja, komm, geht doch. Badclaw, rauf damit. Da geht's nicht mehr lang. Und jetzt können wir hier schon durch die Tür herausgehen. Und jetzt haben wir noch eine zerstörbare Wand. Die werden wir jetzt aber wegsprengen und nicht wegreißen. Mit dem Explosivgel. So, den Scharfschützen da unten werden wir jetzt einfach mal gepflichtig ignorieren. Denn wir sind hier in dem völlig falschen Bereich. Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Genau, wir wollen in die botanischen Gärten und nicht in den Zellenblock oder ins Medizingebäude, denn da waren wir vorhin überall schon. Heißt, wir flitzen jetzt hier rüber und springen hier runter. Und ignorieren jetzt mal diese ganzen Pflanzen hier, die unwichtig. Ah ja, Ivy, ist ja klar, ich komme ja gleich zu dir und dann beende ich deine Wahnvorstellungen. So, wieder anschleichen und die Pflanzen kaputt hauen. Ich bin überall. Meine Babys kennen jede deiner Bewegung. Deine Babys sind tot. Du und deinesgleichen. Ihr seid arrogant genug zu glauben, dass du uns zerstören. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. So, das waren die Joker-Zähne hier. Und die Zeit ist schon wieder um. Also, beim nächsten Mal gehen wir dann in die botanischen Gärten und werden diese dämliche Pflanzentante erledigen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham Asylum.